Die verschiedenen Interviewtypen bringen jeweils ihre eigenen Nachteile mit, die bei der Planung und Durchführung von Interviews berücksichtigt werden sollten. Unstrukturiertes Interview. Hoher Transkriptionsaufwand. Da viele Informationen auf einmal erhoben werden, erfordert dies eine umfangreiche Transkription, was Zeit und Ressourcen kosten kann. Nicht standardisierbare und vergleichbare Daten. Ohne eine vordefinierte Struktur der Fragen ist es schwierig, die erhobenen Daten direkt zu vergleichen oder zu standardisieren, was die Analyse erschweren kann. Komplexe Gesprächssituation. Der Interviewer muss die Gesprächssituation kontrollieren und auf wichtige Informationen reagieren, was die Flexibilität und die Fähigkeit, den Fokus zu halten, erfordert. Leitfadengestütztes Interview. Eingeschränkte Flexibilität. Die Befragten können keinen eigenen Relevanzrahmen setzen oder eine eigene Erzähllogik entfalten, da der Leitfaden die Themen und deren Reihenfolge vorgibt. Dies kann die Tiefe und Breite der Informationen einschränken. Notwendigkeit zur Rückführung. Wenn die Befragten abschweifen oder das Thema wechseln, obliegt es dem Interviewer, sie vorsichtig zurück zum Thema zu führen, was die Dynamik des Interviews beeinträchtigen kann. Potenzielle Unvollständigkeit. Abweichende Themen, die für die Befragten möglicherweise spannend sind, kommen erst im Nachfrageteil gegen Ende des Interviews zur Sprache, was zu einer potenziellen Unvollständigkeit der Daten führen kann. Diese Nachteile betonen die Notwendigkeit, bei der Auswahl des Interviewtyps sorgfältig zu prüfen, welcher Typ am besten zu den spezifischen Zielen und Anforderungen der Untersuchung passt. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden. Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.